Hallo und schön, dass du zuschaust bzw. eingeschaltet hast bei Frag Felix. Hier hast du die Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen rund um das Thema Gesundheit, persönliche Entwicklung, natürlich Leben und vor allen Dingen auch dein Leben in Freude und Freiheit zu genießen und zu gestalten. Rebecca sammelt wöchentlich deine Fragen oder eben die Fragen, die aus der Community kommen. Die kannst du entweder unter meine YouTube-Videos stellen. Im Idealfall abonnierst du direkt meinen YouTube-Kanal oder du bist bei Instagram oder Facebook und kannst auch dort Fragen stellen. Rebecca hat heute eine Frage mit dabei und ich lasse mich überraschen, was da heute auf mich zukommt. Hallo Rebecca. Hallo, das ist tatsächlich eine Überraschung, weil wir hatten ja letzte Woche die Frage über Erwartungen und Erwartungen erfüllen. Und diese Person hat tatsächlich dann auch ein Feedback gegeben mit einer zusätzlichen Frage. Ich lese Okay. das mal vor. Liebe Rebecca, lieber Felix, ich danke euch von Herzen für die Auswahl meiner Frage letzten Freitag. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann traue ich mich nicht, meinen Vater darauf anzusprechen, geschweige denn über Wertesysteme oder dergleichen mit ihm zu sprechen. Er ist ein einfacher Mensch und würde das Theater, das da jetzt gemacht wird, nicht verstehen. In unserer Familie werden solche Themen nicht offen angesprochen, denn sie führen wegen Unverständnis oft zu Spannungen. Und die wollen alle in meiner Familie und insbesondere ich als Harmoniebedürftige vermeiden. Ich habe es dennoch versucht, das Thema nochmals anzusprechen. Jedoch nicht, indem ich über Erwartungen sprach, sondern indem ich ihm klar machte, dass es mir jetzt besser geht, weil sehr viel Druck und Verantwortung abgefallen ist. Auch die Vorteile, dass ich nun mehr Zeit für mich und meine Jungs hätte, habe ich erwähnt. Er hat es sich angehört, nicht dagegen geredet und nichts dazu gesagt, was bei mir wieder das Gefühl ausgelöst hat, dass ich mich gerade rechtfertige, beziehungsweise ihm nach wie vor nicht klar machen konnte, warum dieser Schritt so wichtig für mich war. Aber eines ist mir klar geworden, ich will raus aus diesem Gefühl, es ihm recht machen zu müssen. Ich habe es ihm erklärt, zu meiner Entscheidung stehe ich und ich will ab sofort ein gutes Gefühl dabei haben. Ich werde es nicht mehr ansprechen, sondern annehmen. Das ist so, wie es ist. Daran arbeite ich jetzt. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ich das am besten tun kann. Ich glaube, das ist vielleicht die allerkürzeste Frag Felix-Runde, die wir je gemacht haben. Also das, was du tun kannst, ist vollkommen frei davon zu sein, wie dein Vater dir gegenüber etwas sagt, wie er dir begegnet, was er sagt, wann er etwas sagt, ob er etwas sagt. Dass du absolut frei darin bist, ob dein Vater auch bereit ist, welche Informationen auch immer anzunehmen oder abzublocken. Und du für dich erkennen darfst und kannst, dass du einfach beobachtest, was passiert mit ihm, mit Menschen, wenn sie eine ganz bestimmte Information bekommen. Und dass du dann einfach beobachtest. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe jetzt kurz bevor wir hier heute die Folge jetzt aufnehmen, ein Instagram-Video gemacht, ein Live. Und ich habe darüber gesprochen, dass ich die Frauen bitte, uns Männer und auch die anderen Frauen und alle Menschen daran zu erinnern, dass wir sie mehr denn je brauchen, dass wir mehr denn je Frauen brauchen, die uns an unser Mitgefühl, an unsere Liebe erinnern. Und was es bedeutet, in einer Gemeinschaft zu leben, was es bedeutet, eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, weil ich fühle und glaube, dass die Frauen das viel besser können und dass die Frauen diejenigen sind, die das können, etwas zusammenzuhalten und dann in diesen Zusammenhalt etwas Wundervolles hineinzugeben, nämlich Liebe und Vertrauen, dass daraus etwas Wundervolles Neues entstehen darf, nämlich eine neue Gesellschaft. Das ist das, was ich glaube. Und ich bin total frei davon,
was jetzt von außen an Reaktionen auf das kommt, was ich gegeben habe. Ob das jetzt jemand versteht oder nicht. Ich habe für mich einfach diese Botschaft rausgeschickt, weil es eine Botschaft war, die mir auf dem Herzen liegt. Und weil es eine Botschaft ist, die mir auf dem Herzen liegt. Und wenn du für dich etwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, was du teilen möchtest, dann ist es vollkommen frei davon, ob das jemand versteht oder annehmen kann oder bereit ist, sich darüber Gedanken zu machen. Dann geht es einzig und allein darum, dass du das einfach benennst und teilst. Und wenn du das tust, dann hast du alles getan, was du tun kannst. Weil alles andere ist in Verantwortung deines Gegenübers. In dem Moment, wo es aus deinem Herzen kommt, hast du es ja über deinen Verstand zum Ausdruck gebracht. Du hast es benannt. Dafür brauchst du deinen Verstand, um Worte zu formen, die aus deinem Mund kommen, wie ja jetzt bei mir auch. Und wenn du das tust, hast du in dem Moment alles getan. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir oft gar nicht wissen, was das wirklich mit einem Menschen macht. Also wenn wir uns offenbaren, und sie schreibt ja hier, er hat nicht darauf reagiert oder nicht geantwortet. Das bedeutet aber nicht, dass es nichts gemacht hat. Also ich kenne selber Menschen, die ganz selten zu irgendetwas was sagen, wenn man seine Gefühle offenbart, aber da passiert ganz viel im Inneren. Und manchmal kommt das auch so zeitversetzt. Also ich habe auch schon festgestellt, dass ich mich dann offenbart habe und da kam für mich gefühlt erstmal nichts, aber das hat danach gewirkt und das Verhalten hat sich verändert über einen gewissen Zeitraum. Das ist also nicht immer das, was wir so in dem Moment auch sehen können, was da passiert, weil das ist ja nur das, was wir im Außen sehen. Und das, was im Inneren dann tatsächlich passiert, weil Worte gehen immer tief. Und was es dann letztendlich macht, hat natürlich was damit zu tun, ob man es annehmen kann oder nicht. Aber das muss nicht immer sofort passieren. Das kann auch später passieren. Das kennt man ja von sich selbst, ne? Dass man mal was gesagt bekommt, was vielleicht nicht so angenehm ist. Und im ersten Moment will man das so abwehren, weil man so in diesem Verletzungsgedanken ist. Und wenn man sich dann Zeit nimmt, für sich alleine und das einfach sacken lässt, und dann kommt man oft zu dem Schluss, ja, es stimmt eigentlich, es ist richtig. Und das ist dann die Annahme, die kann auch später kommen. Worte wirken ja immer. Und vielleicht auch für dich zur Selbstreflexion, frag dich doch mal selbst, ob du immer etwas sagen und antworten musst, wenn du etwas gesagt bekommst oder wenn du zuhörst. Oder ob du nicht auch manchmal ganz glücklich darüber bist, dass du vielleicht in manchen Momenten einfach gar nichts antworten brauchst, sondern dass einfach das Gehörte wirken darf. So wie jetzt, lass es mal wirken. Und dann freue ich mich sehr, wenn du uns auch nochmal schreibst und uns deine Erfahrungen gibst und schilderst. Und wenn du jetzt für dich auch eine Frage hast an mich, dann frag Felix. Voll die gute Idee. Stell mir deine Fragen, die dich beschäftigen, wirklich zu allen Lebensbereichen. Und vielleicht habe ich eine Idee oder eine Antwort oder vielleicht habe ich auch auf deine Frage eine Gegenfrage, die dir dabei helfen kann, um in deine persönliche Klarheit zu kommen. Am besten einfach hier unter dieses Video oder einfach dort kommentieren, wo du dieses Video gefunden hast. Ich freue mich auf die nächste Runde Frag Felix. Und ganz wichtig, wenn du den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, das ist das Werbeklingelschild. Immer bitte den YouTube-Kanal abonnieren. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal bei Frag Felix. Danke, Rebecca. Bis demnächst. Gerne.